Hey, was geht so, liebe Leute? Hier ist jetzt euer Crush Perfect in unserem Let's Play. Ni no Kuni, zwei Schicksale eines Königreichs. Wir sind nun während wir versucht haben, ein bestimmtes Kraut für eine weitere Mission zu finden, sind wir auf denselben Wald, wo wir dieses Kraut, also wo wir dieses Kraut vorfinden, und tatsächlich auf ein weiteres künftiges Talent gestoßen. Ja. Wir hätten den Wald auch schon viel früher betreten können, aber naja, ihr wisst ja, wie das ist. Aber gut, immerhin sind wir besser später als nie darauf gekommen, weil es auch bedingt ist für eine andere Quest. Sind wir froh darüber. Warte mal, ich muss erstmal, vielleicht sollte ich erst mein Tagebuch nochmal umändern aufs schwarze Brett. Bei uns sollte ich erstmal das schwarze Brett setzen und dort auch verlassen. Ah, tatsächlich, hier findet man dieses Kraut. Wo soll ich das suchen? Hier genau soll es sein. Ein Lungenbrotkraut. Hier vielleicht? Nee, ist nur ein Kieselstein. Ach, hier! Direkt am Rande! Da ist das Lungenbrotkraut. So. Dann haben wir das auch. So, dann tun wir das jetzt auch noch. Auf schwarze Brett, dass wir jetzt damit auch noch weitermachen können. Müssen wir halt ein weiteres besessenes Monster wahrscheinlich dafür bezwingen. Oh, aber vorher gucken wir mal hier oben. Wir lauern auch einige Monster. Aber gibt es auch hier einen Schatz oder einen Knuffit mindestens? Sieht nicht danach aus. Nö, 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 nö. Oh, doch ein Schatz. Sehr schön. Eine heitere Tonika. Sicher jetzt nicht mehr so relevant im aktuellen Verlauf. Nehme ich mal an. Aber ich sag dazu nicht nein. Geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, wie es so schön heißt. Ach so. Die sehen immer wieder aus nach etwas, was man einsammeln kann. In Wirklichkeit sind das alles ein Teil einer Deko. Schon merkwürdig, das Ganze. So. So. Tatsächlich. Da ist er. Ja, und wir haben auch den Kampf-Equalizer richtig ein. Ich meine, Level 22 brauchen wir noch nicht mal den Kampf-Equalizer. Come on. Ich meine, sie sieht das einen dieser Schützenfipsiller ist einfach nur lame. Level 22, den erledigen wir nun ein paar Schlägen und wir brauchen noch nicht mal, ja. Was ist trotzdem für ein Level-Up, was? Drei Blattkräuter gibt's dafür. Nice. Und hier ist noch ein Le ist noch ein kleine, so ein kleines Treasure. Oh, ein Ring der Ferne. Sehr schön. Ja, kein Problem für uns. Gut, dann gehen wir mal zurück, zu ihr. Und geben Bescheid. Dann haben wir eine weitere Bogenschutzeinheit. Bogenschützeneinheit. Ja, jetzt habe ich es richtig. Oh mein Gott. Ich glaube, ich werde dann auch nachher wieder gucken, ob ich mein Königreich was ausbauen kann, bevor ich weitermache. Naja, zuerst gehe ich mal rüber und werde auch diese Quest mal abschließen. Du hast tatsächlich erledigt. So etwas hätte ich denn gar nicht zugetraut. Damit kommt der Wald hoffentlich wieder zur Ruhe. Ja,
Er ist wieder sicher. Ach ja, du meintest, du könntest eine Försterin gebrauchen. Wie versprochen komme ich mit in dein Land, Lisa. In Jagd bin ich eine erste Ja, was Ansprechpartnerin. geht? Sehr schön, vielen Dank. Nice! Schnurrtina ist nun am Start. Yeah. Na gut, dann raus da. Und zurück zum Mechbaum. Bringen wir auch noch das Kraut. Also übergeben wir auch noch schnell das Kraut, wenn wir schon dabei sind. Ha, da ist wieder was. Wahrscheinlich ist es wieder diese eine Mission. Das ist die Schlummergrotte, wo ich das erste Traumportal gefunden habe. Muss auch nochmal überlegen, wo ich die Knuffi nochmal, also die Obelisken, die inaktiven nochmal gefunden habe. Aber dafür kriege ich eh dann ein Radar. Gut, dann zurück zum Mechbaum. Oh, Moment, warum ist jetzt mein Auftrag nicht auf das schwarze Brett gesetzt worden? Also gelegt worden. Was läuft denn hier schon wieder falsch? Sie gehört das hier zu den schwächeren Waffen, was ich bekommen habe. Sieht wohl so aus. Ja, gut. Nur einen neuen Bogen, aber der bringt auch nichts. Leider. Und hier die Tunika. Sakrale Tunika. Schade. Wäre vielleicht ganz interessant geworden, aber. Come on. Glänzende Abwehrtalisman. Sieht jemand das normale Abwehrtalisman? Nein, leider nicht. So, zur zweiten Ebene. Ich hoffe, dort wartet jemand, dort warten sie schon auf mich. Und da ist ja noch jemand, der das benötigt. Aber eins nach dem anderen. Erstmal übergeben wir jetzt endlich mal das Kraut. Hier. Ich bin schon im Bilde. Das ist also diese fabelhafte Pflanze, die Schadstoffe aus der Luft filtern. Richtig, wenn ihr dieses Kraut vermehrt und überall in der Stadt anpflanzt, werdet ihr bald wieder saubere Luft atmen. Passt nur auf, dass es nicht zu viel Licht abbekommt, das mag es nicht. Ich muss sagen, ich bin völlig platt. Weißt du, wie lange wir uns an diesem Problem schon 10.000 gebissen haben? Hey, was hältst du davon, bei uns einzusteigen? Es gibt im Mechbaum jede Menge Umweltprobleme und wir könnten dein Fachwissen wirklich gebrauchen. Da sage ich doch nicht nein! Ich meine, wie oft bekommt man schon so ein Angebot? Du sollst aber vielleicht wissen, dass ich hier schon ein paar Mal abgelehnt worden bin. Da mach dir mal keine Sorgen. Ich werde persönlich mit den Leuten von der Personalabteilung sprechen. Wenn die erstmal hören, was du auf den Kasten hast, werden sie dich mit Handkuss einstellen. Vielen Dank, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielen, vielen Dank, mein Freund. Ohne dich wäre ich jetzt schon wieder auf dem Weg nach Katzbuckel. Ach, was habe ich. So gut wie. Ich habe dir so gut wie nichts getan. Diese Chance hat dir selbst verdient. Gib dein Bestes. Ich werde mich mächtig ins Zeug legen, das verspreche ich. Schön. Das gefällt mir. So. Haben wir das auch geschafft? Nochmal zurück nach Minneapolis, weil ich möchte mal gucken, ob da noch. Ja. Ob wieder. Ja, abgeschlossene Forschung und das Materiallager und. Alles ist voll. Jetzt gucken wir mal, ob auch zufällig endlich mal. Noctopus! Sehr schön, da fehlen mir noch zwei Stück davon. Aber auch noch irgendwo. Na komm, zeig doch. Ah, nein, mir fehlt eine Gelbwurz, die brauche ich nämlich. Ach, tja, da habe ich Pech gehabt. Aber gut, her mit der Kohle. So, es fehlt mir nicht mehr viel und dann kann ich noch eine weitere Einrichtung verbessern. Ja, da ist ja noch eine abgeschlossene, ist ja noch abgeschlossene Forschungen enthalten. Da. Das ist auch noch erforscht worden. Traumschläger 1.
Und ich kann noch weiter forschen. Oh, Scorpia steigt auf. Müssen gucken, ob ihr noch irgendwelche andere Talente habt, die aufsteigen möchten. Bei den Jägern, selbstverständlich. Helge! Nein, ich wollte... Shit. Technischen Instituten. Bergarbeiten. So, jetzt also. Ich Tina erstmal aufsteigen lassen. Zur Expertin. Scorpio auch zur Expertin. Und Helge auch zu einem Experten. Für bessere Stats. So, jetzt aber. Ach. Okay, immer noch kein Glück, leider. So, aber jetzt mal gucken, dass ich weitere Forschungen bestreite. Oh, Moment. Nee, da haben wir jetzt niemanden, der wirklich geeignet wäre. Gut, dann können wir hier in Ruhe weiterforschen. Traumjäger. So spürst du. Ich glaube, ich nehme mal das teuerste hier. Traumjäger 1. Wenn ich schon dabei bin. Ach, da muss ich natürlich gucken, dass ich wieder meine Königskasse vollkriege, so schnell wie es geht. Damit ich hier das hier noch, das Schloss, den Schlosspark noch verbessern kann. Ich meine, sieht eh schon gut aus, aber come on. Wächters Gnaden. Das ist das Einzige, was mir noch fehlt, aber dazu bräuchte ich immer. Bräuchte ich noch ein zusätzliches Talent hier. Leider Gottes ist Scorpio bereits hier beim Dimensionslabor drin, wo bereits geforscht wird. Gut, aber ich sollte vielleicht bei den Monsterjäger-Camps jetzt noch wen einstellen. Bei der Pfadfinderhütte. Okay, das sind bereits schon alle eingeteilt. Was denn beim Monsterjäger-Camp? Ich glaube, sollte man das zweite Monsterjäger... Oder tu mal... Ja, Schnurtina hinzu. So, wen braucht man denn noch? Genau bei Metalllabor, ne? Oh! Im Technischen Institut, besser gesagt, weil da... Ha! Renovierung 1. Sehr schön. So, da gibt's auch jemanden, den ich zuweisen könnte, ne? Nein? Ach doch, hier! Rob! Sehr schön. Da kann man Powerforschen erforschen. Stärkere Forschungsbeschleunigung, ja. Na, das mache ich doch gerne. So, habe ich auch einen besseren königlichen Rang. So. Noch jemand geeignet hier? Es wird noch Check. Bei den Bergarbeiten. Okay. Dann müsste ich alle Talente dann wieder hinzugefügt haben. Bergarbeiten, Bergarbeiten. Ja, dann mal gleich Bergarbeiterstation 3. Jack. So, dann gucken wir mal bei den Talenten. So. Haben wir schon einiges hinzugekommen, ja? Und es sind alle bereits...
Oh, es gibt sogar eine Nebenquest wieder. Auf jeden Fall sind alle bereits eingeteilt worden. Was haben wir denn hier? Hey Evan, hör mal, ich habe ein kleines Problem. Hallo Finn, worum geht es? Ich würde gern kochen lernen, und zwar möglichst schnell. Ach ja, wie kommt's? Es ist zur Zeit, die ich öfters mit Schnurtina auf die Jagd, daher würde ich gern ein paar Rezepte lernen, die man auch unterwegs im Wald kochen kann. Schnurtina ist nicht gerade eine Held im Kochtopf. Alles, was sie anfasst, ist am Ende entweder schwarz oder noch roh oder außen schwarz und innen roh. Das klingt ja deprimierend. Es ist auch, Schnurtina sagt zwar immer, dass Großvater schon so gemacht hat, aber er ist richtig überzeugt, es sieht dabei nicht aus. Wenn nur ein paar gute, einfache Gerichte kochen könnten, dann würde das Essen doch mehr Spaß machen, und zwar nicht nur auf der Jagd. Hast du auf jeden Fall recht. Gut, ich werde dir dabei helfen. Hey, super, vielen Dank, Evan. Gleich hin, bitte. Könntest du eine Fischsuppe à la Quastenfloss für mich besorgen? Wenn ich Schnurtina davon überzeugen kann, dass man nur einen Topf und ein paar einfachen Zutaten eine leckere Suppe kochen kann, verzichtet sie sich auf verkohltes Fleisch. Skull, überlass das mir. Okay, müsste ich eigentlich haben. Ja, ich hab sie. Sieht auch wirklich gut aus. Aber irgendwie zu viel Meeresfrüchte ragen heraus. Boah, wie das duftet. Aber muss gut sein. Ja, ist schon erstaunlich. Das war etwas Fisch, etwas Gemüse dazu. Es ist Wasser und schon eine köstliche Suppe. Es liegt daran, dass das Kochen der Wasser verschiedene Geschmäcker aus den Zutaten aussieht und vermischt. Das ist mir zumindest Oceana erklärt. Und die muss es ja wissen. Also, wenn man dasselbe Zutaten macht, die man weit finden kann? Genau, dann wird ein ganz anderer, bestimmte, genau, leckere Suppe daraus, hoffentlich jedenfalls. Vielen Dank für die Hilfe, Evan. Schnurtina wird es bestimmt einsehen, dass es besser ist auf der Welt gibt als halbgares Fleisch. Haha, ich schon viel Glück bei der Jagd. Bis dann. Nice. 10.000 Kronen noch oben drauf. Ja gut, dann hätte man das jetzt auch geschafft. Dann wieder zurück zum Mechbaum, würde ich mal vorschlagen. Dort gibt es ja auch noch weitere Nebenquests zu erfüllen und bestimmt auch weitere Talente anzuwerben. Wir sind da leider noch lange nicht fertig. Okay, wenigstens das erste Stockwerk haben wir durch. Die Ebene 0b müssen wir noch gucken. Und Ebene 1a und 1b ist jedenfalls fertig. Bei der zweiten Ebene müssen wir halt noch gucken. Ansonsten... ja, hätten wir das durch. Okay, also so viel haben wir nicht mehr. Das heißt, bis spätestens zum nächsten Part könnten wir das noch hinbekommen. Und dann müssen wir vielleicht noch ein Traumportal machen. Das habe ich nicht vergessen. So. Wo war denn das jetzt? Ich glaube, da nach oben, ne? Tatsächlich, da sind wir richtig. Da müssen wir hoch. Hat wohl jemand im Hause Probleme. So. Warum muss es so mit einem Knuffi sein? Hätte ein Hase oder ein Hamster nicht auch getan? Entschuldigung, habe ich richtig gehört? Du suchst einen Knuffi, wozu denn? Ach, hallo Kleiner, ich suche einen Knuffi für meine kleine Schwester. Deine kleine Schwester? Meine Schwester war immer schon kränklich, aber zurzeit geht es ihr besonders schlecht. Sie kann nicht einmal mehr das Haus verlassen, da ist sie sehr niedergeschlagen. Ich versuche wirklich alles, um sie ein bisschen aufzumuntern. Na, ich habe hier ein Bilderbuch gekauft, in dem es um Knuffis geht. Jetzt hat sie sich in den Kopf gesetzt, dass sie unbedingt einen Knuffi treffen will. Aber ich kann keine Knuffis sehen. Ich weiß nicht mal, ob es sie wirklich gibt. Auch wenn es weiter nicht ist, kann ein paar Knuffis bei euch vorbeikommen. Wirklich, kannst du Knuffis sehen? Was für ein Glück, du bist meine Rettung. Im Buch geht es um Knuffi, der sich mit Frau anfreundet. Was können die wieder haben? Alles klar, wenn ich ihn gefunden habe, bin Schwester einen Besuch abstatten. Eine Jungfrau befreundet ist. Hm. So einen? Jetzt bin ich so neidisch.
Weißt du, ich will unbedingt einen Knuffi aus der Geschichte mit dem Meer vorsehen. Kennst du ihn? Hast du schon mal getroffen? Nee. Habe ich nicht. Ach, wie schade. Puh. Ja gut, dann ist es schon mal ein Auftrag, den wir erst später erfüllen können. Ich frag mich, ob er jemals den schwarzen Drach. Der Traum des Wegweisers sollten wir vielleicht den nächsten Mal probieren. Dafür hätten wir eigentlich nur 10 Level drunter. Das könnte sich ausgehen. Da müssen wir eigentlich hin, um den schwarzen Drachen zu erledigen. In Goldorado? Emmas Archiv. Ich überlege mir gerade, hier ist die... Ja, da sollten wir mal übernachten und dort könnten wir eine weitere Quest triggern. Seit einiger Zeit von uns Gästen, wenn wir das seltsame Träume haben. Jetzt werden sie übernachten. Ja, Wuff, wollt ihr euch euer Glück versuchen? Na, sicher. Wenn sie ein bisschen erst stark machen, ist es dort gemütlich. Ja, Wuff. Probieren wir es halt damit noch. Ich denke, mit Level 5, mit Level knapp Level 50 müsste das gehen. Wow. Wo bin ich hier? Gerade eben... Noch geschlafen. Cool, ist das schon ein Traum? Sieht alles so echt aus. Ich bin auch echt. Was soll's denn, dass wir gemeinsam drin gelandet sind, oder? Und überhaupt, wieso schlafen die anderen selbst im Traum? Aufstehen allerseits, hab aber jetzt nicht die Zeit zum Pennen. Hab ich gut geschlafen? Wo sind wir? Hat uns jemand im Schlaf entführt? Hey, hey! Ruft da nicht jemand? Kommt hier rüber? Wer ist das? Ich glaub's, ich will schon wirklich Traum des Wegweisers zu sein, dem du erzählt hast. Das Gute ist also wahr! Lust, lass uns zum Haus da drüben laufen! Magische Erinnerungen. Warte, was? Nee, ich. Oh, was? Sag mir nicht, dass das ist, was ich, wofür ich es halte. Und ich habe tatsächlich mal das Speichern dazwischen vergessen. Das kann ich gerade nicht, verdammt. Ich hoffe, dass das Spiel dazwischen nicht abstürzen ist. Abstürzen wird. Ich habe schon jemand ganz anderen erwartet. Oh Gott. Das kommt mir ein bisschen creepy vor. Gäste, was gibt es Besseres als einen Tag, an dem ich immer besuchen komme? Tatsache ein Hasenmann. Ui, ihr kennt mich also bereits. Dann muss ich mich ja gar nicht mehr vorstellen. Mein richtiger Name ist allerdings Wegweiser. Vergesst ihn nicht, nachdem er wieder aufwacht. Ja, dann will ich mal mit der Führung beginnen. Ja, das heißt, wenn du euch... Jemand, der die Gabe hat, sie zu sehen. Wer sind denn Sie? Oh. Oha, scheint, als hätten die Fieslinge uns entdeckt. Dann ist der Traum gar wohl ausgeträumt. Wie? Nun denn, dass wir uns in einem anderen Schlaf wiedersehen. Was? Und schon sind wir wieder in Colorado. Das könnte es wirklich wahr. Ein Mann mit heißem Kopf, der sich Wegweiser nennt. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Ob jetzt Flemarkus den Spruch davon hat, von Remy hat oder was? Nee, den hat er ja schon verwendet, bevor das Spiel rauskam. Ich hatte mich schon gewundert, weshalb in dieser Herberge so viel los war. Dass die wirklich alle kommen, um diesen Hasen zu sehen. Ob wir ihn nochmal treffen können, der Wegweiser meint doch, dass wir Landschlaf wiedersehen könnten. Ja, du weißt weh. Mit dem Treffen, was finden bloß alle an dem komisches Lebewesen? Sag bloß, was? Ist nicht gespannt, wo er uns führen wollte? Ich bin jedenfalls immer zu mir mittendrin aufgewacht. Ja,
Hey, na dann lass uns eben nochmal übernachten. Nein, nein. Moment! Hat er nicht gestern verhaselt von wegen der Träume in dieser Herberge ist ausgeträumt? Dann übernachten wir eben woanders. Los auf zur nächsten Herberge. Und wenn wir diesen Wegweiser oder so dort nicht treffen, lass ganzen zu Unfug gefälligst sein. Okay. Kein Grund, sich so zu freuen. Die Erwachsenen mit den Kindern. Okay. Also jetzt in der Herberge von Quastenfloss, hm? Sollte ich das vielleicht machen? Na gut, wenn ich schon dabei bin. Wäre jetzt blöd, wenn ich das jetzt komplett sausen lasse. So, es ist zurzeit alle Modernsgäste, die erstaunlichsten Träume haben. Ja doch, deswegen hier, aber natürlich seid ihr deswegen hier. Ja. Sehr gern, bitte folgt mir auf dein Zimmer. Ich hoffe, dass man wenigstens auch geheilt werden dazwischen komplett. Wow. Wo sind wir hier? Wieder so ein bekloppter Ort. Hey, wacht auf! Sonst heute euch da noch eine Erkältung. Und schon wieder sind wir im Schlaf woanders hin befördert worden. Ist das die Fortsetzung des letzten Traums? Juhu, wie lange so richtig? Hallo, da seid ihr wieder. Was für eine Freude. Oh. Das ist die Stimme des Wegweisers. Schade, als könnt ihr mich hören. Da bin ich aber beruhigt. Wenn ihr einverstanden seid, führt ihr euch jetzt zu dem Haus, das ihr letztes Mal schon sehen durftet. Und da, wo ihr jetzt seid, wird ein Geheimweg zum Haus. Um den zu finden, braucht ihr einen ganz besonderen Augen. Bin gespannt, ob ihr euch mit ihnen den Naturgeist in Herzen anfreunden könnt. Oder gehört zu denen, die der Existenz glauben? Also dann, ich warte hier. Die Stimme ist weg. Also einfach den Geheimweg suchen, dann auf geht's. Was ist hier bloß los? Oh! Puppe des Albtraums! Aber die sind alle schwach. Na gut. Können wir den Zauber von Winde verweht hier nutzen und... Ein neuer Schatz. Ein Wecker. Sogar 5 Stück. Tja, anscheinend haben wir wirklich jetzt praktisch einen neuen Dungeon so ziemlich erreicht. Und das ist sogar der Wegweiser. Ich bin wohl aufgeflogen, wenn du wirklich zurückgehst, weiß ich den Weg. Nein, danke. Wir gucken uns hier jetzt mal in aller Ruhe um. Dann besiegen wir mal diese Spackos. Sehen mal, was die so schönes droppen. Oh, ich habe sogar für ein Level-Up gesorgt. Nicht zu fassen. Tja, denn... Mal hoch da. Ganz besonders Auge. Ja, hierfür, ne? Wenn man dafür was ein besonderes Auge braucht, das sieht man doch schon fast schon. Das fällt dann schon fast als Blinde auf. Aber Moment. Was ist mit den anderen Schatz da? Ich hoffe, man kommt da wieder zurück, weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich an diesen Schatz rankommen sollte. Hoffen nur nicht, wir müssen dann wieder zur nächsten Herberge. So, lieber Herr Wegweiser, was ist hier los? Willkommen, es freut mich wirklich, dass ihr hierher gefunden habt. War nicht einfach, oder? Ohne die Hilfe der Herr Knuffis kommt man hier nämlich nicht weit. Hättest du uns nicht den Weg einfach zeigen können? Immer bist du doch der Wegweiser. Aber nein, schließlich musste ich mich vergewissern, dass ihr das Zeug zu erlösen habt. Zu erlösen? Hoppla, schon letzter. Sehr berge den Traum vorbei. Die werden echt immer fixer. Oi. Was hat das alles zu bedeuten? Was hast du eigentlich mit uns vor? Das ist eine neue Geschichte und so viel Zeit haben wir jetzt nicht. Auf, dass wir uns in einem anderen Schlaf wiedersehen? Ja. Ach, Heilige. Ständiges Hin und Herrennen wieder. Aber wo... von jemand verfolgt wird und deshalb von Traum zu Traum wandern muss?
Wenn wir wieder sehen wollen, müssen wir in eine andere Herberge. Ach du Heilige. Wahrscheinlich müsste ich dann auch noch eine Herberge in Katzbuckel aufsuchen und... Ja, dann bringt's nichts, die Mission ist weiterzufinden. Ich habe letzte Nacht vor nicht lärm gesagt, was es uns geträumt, jedenfalls scheint. Und holst du am Bär, dann finde ich bald wieder. Danke. Tja. Ich schätze mal, ja, beim Mechbaum die Herberge. Müssen wir jetzt wohl nutzen. Dann gehen wir mal dahin. Wenn wir schon dabei sind. Ich kann es keine Hasen geben, hast du jetzt im Bands verboten? Nee, wir stehen für ein nagetierfreies Schlaferlebnis. Nee. Verstanden, bitte wenden Sie in unsere Unterkunft. Nee. Ah, Donnerf ist so lauschig. Donnerf, ich kann nicht wissen, was die träumen. Hey, wacht auf! Warum ist eigentlich Evan immer der Einzige, der nicht schläft? Schon wieder so ein seltsamer Ort. Was auch die fortzusetzen Traums ist. Was ist denn das überhaupt für ein merkwürdiger Ort? Und da ist der Wegweiser. Voll Treffer, das ist tatsächlich die Fortsetzung des letzten Traums. Das ist wunderbar. Traums mit dem wunderbaren Wegweiser. Und natürlich wollte er in diesem schicken Haus. Ich bin ja schon darauf, euch zu zeigen. Also, aber dazu müsst ihr erstmal hier durch und mir den Beweis liefern, dass ihr das Zeug zu lösen habt. Hört der das auch? Das klingt ganz auch ein Monster. Hier soll wohl die Spreu von Weizen getrennt werden. Ich hab Leute, das ist die Prüfung des Mutes. Ja, so lässt sich das vielleicht am einfachsten erklären. Nee. Und wenn wir es nicht schaffen, das Monster zu besiegen, was machst du dann? Dann weiß ich jemand anderen den Weg. In dem Fall werdet ihr alles, was ihr gesehen habt, vergessen und lebt einfach euer Leben weiter, als wäre nichts gewesen. Ihr müsst euch also ins Zeug legen, wenn ihr diesen Traum weiter träumen möchtet. Ohne Mut und ohne Köpfchen wird das nichts. Tja, dann. Der vergängliche Raum. Auf der Steintafel im vergänglichen Raum war, so welche Monster dich erwarten. So kannst du gut vorbereitet in den Kampf ziehen. Okay. Kann ich überhaupt speichern jetzt mal? Nee, immer noch nicht. What the hell? Aber ja, wir könnten auf jeden Fall jetzt endlich mal den DLC probieren. Oh Mann. Das sieht mir schon nach was Heftigen aus. Ich glaube, ich sollte meine Gruppe neu gruppieren. Vor allem, ich dachte beim Übernachten, wenn wir gleich komplett geheilt werden. Aber nee, werden wir leider nicht. Jetzt soll ich Evan und Shanti reintun, weil die können ja Wiederbelebungszauber. Nee, komm. Das passt schon und... aber da wir gerade von Wiederbelebungsgegenständen reden, ich muss aufpassen. Shit. Was kriege ich hin? Schatten, Albtraum auf der Flügel. Im Pfad, wenn zwei flammenden Klingen das Grauen... Naht. Okay, das ist ein Feenmonster, oder? Ja. Da heißt Kampf-Equalizer. Vielleicht sollte ich erstmal als weitere Kampfpunkte investieren. So. Okay, dann legen wir jetzt mal schnell noch mit dem Monster hier an. Dann wird der Part eh schon wieder zu lang. Ach so, Level 38. Ich dachte, das ist Level 60, mindestens das Vieh. Das ist echt schwach. Ich hab mir was Größeres gerechnet als das. Was deutlich stärker als das hier, habe ich gerechnet. Das ist also ein Boss, ne? Alter!
Der zieht aber echt gut hier. Muss man entlassen. Und jetzt fliegt er auch noch gerade dann, wenn ich... Oh nein, ich hole dich vom Himmel, bevor du dazu kommst, den Scheiß einzusetzen. Shit. Warum hat das nicht geklappt? Alter. Übertreiben kann man es auch. Nein, lass doch die Knuffis in Ruhe. Also der hat zwar wenig Level, aber der hält ganz schön was aus. Muss man ihn lassen. So, jetzt aber. Ich ballere ich ab. Der hält wirklich ganz schön viel aus hier. Shit. Und der lässt sich auch nicht zurückstoßen durch irgendwelche Angriffe. Und jetzt lässt er instant immer Feuer aus dem Boden schießen oder was? Aber jetzt die Hälfte seiner HP schon weg sind. Nein! Super, da hindert wieder den Knuffi daran. Achso, es kommt noch durch. Trotzdem hat es noch nicht getroffen, weil er ständig in Bewegung bleibt hier, der Spacko. Oh. So. Aua. Jetzt sollte ich mal blocken zur Abwechslung. Mann, ey. Die anderen Knuffis werden hier ganz schön rangenommen. Und holt den runter vom Himmel. Das ist ordentlich kracht hier. Ja, ein ziemlich heftiger Burschi. Also, es darum geht, dass er so viel HP hat. Aber nichts, das wir nicht hinkriegen würden. Wir haben ihn bald. Nein! Und alle haben so wenig Mana. Aua. Warum geht mein Angriff nicht durch? Dann nochmal. Aber er ist gleich down. Und das wär's. Boah, grünes Generalschwert. So, geschafft. Traum des Wegweisers. Okay. Moment, gibt's da noch mehr Monster hinter diesem Tor? Naja, das erfahren wir dann im nächsten Part. Und wie mir gilt, wenn es gefallen musste, diese bestimmen, das heißt Daumen nach oben und Kommentar auch nicht vergessen. Dann sind wir wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush wird wirklich hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play, die Nukoni 2 Schicksal des Königreichs. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute! Now you know what I mean.